Прошу, народний депутат Олег Царьов. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Васильевич, ко мне как народному депутату Украины обратились активисты общественной организации «Воля», которые предоставили убедительные свидетельства того. In meiner Rolle als Vertreter des ukrainischen Volkes haben sich die Aktivisten der öffentlichen Organisation Volja an mich gewandt. Sie haben mir eindeutige Beweise vorgelegt dafür, dass auf unserem Staatsgebiet mit Unterstützung und unmittelbarer Beteiligung der US-amerikanischen Botschaft das sogenannte TechCamp-Projekt realisiert wird. In dessen Rahmen werden Vorbereitungen für einen Bürgerkrieg in der Ukraine getroffen. Das TechCamp-Projekt sieht die Vorbereitung von Spezialisten zur Informationskriegführung vor, sowie die Diskreditierung staatlicher Institutionen mit Hilfe moderner Medien, potenzielle Revolutionäre für die Organisation von Protestaktionen, den Sturz der staatlichen Grundordnung. Das Projekt befindet sich unter der Obhut und unter der Verantwortung des US-amerikanischen Botschafters in der Ukraine, Jeffrey Piat. Nach der Unterredung mit der Organisation Volja habe ich herausgefunden, dass es ihnen gelungen ist, getarnt als ein Team von IT-Spezialisten in Veranstaltungsräume des Projekts TechCamp einzudringen. Zu ihrer Verwunderung wurde dort über die Eigenarten der modernen Medien referiert. US-Ausbilder erklärten, wie soziale Netzwerke und Internettechnologien zur gezielten Manipulation der öffentlichen Meinung genutzt werden können, sowie zur Aktivierung des Protestpotenzials mit dem Ziel, gewaltsame Unruhen zu provozieren, und zwar auf dem Gebiet der Ukraine, die Radikalisierung der Bevölkerung sowie die Auslösung interner Machtkämpfe. US-amerikanische Ausbilder haben Beispiele vom erfolgreichen Einsatz solcher sozialer Netzwerke zur Organisation von Protestaktionen herangeführt, in Ägypten, in Tunesien und in Libyen. TechCamp-Vertreter veranstalten zurzeit Konferenzen in der ganzen Ukraine. Insgesamt wurden 5 Veranstaltungen abgehalten. Etwa 300 operative Personen wurden ausgebildet, welche jetzt in der gesamten Ukraine aktiv sind. Die letzte Konferenz des TechCamp fand am 14. und 15. November statt, mitten in Kiew, auf dem Hoheitsgebiet der US-amerikanischen Botschaft. Sagen Sie mir, welches Land der Welt würde es zulassen, dass eine Nichtregierungsorganisation aus der US-Botschaft heraus operiert? Das ist respektlos gegenüber dem ukrainischen Staat und dem ukrainischen Volk. Ich appelliere an den Verfassungsschutz der Ukraine mit folgender Frage. Ist es denkbar, dass die Vertreter der US-amerikanischen Botschaft, welche die TechCamp-Konferenzen organisieren, damit ihren diplomatischen Auftrag missbrauchen? Дайте завершити. Die UN-Resolution vom 21. Dezember 1965 spricht von der Unzulässigkeit der Einmischung in interne Angelegenheiten eines Staates zum Schutz seiner Unabhängigkeit und seiner Souveränität, unter anderem im Einklang mit Paragraphen 1, 2 und 5. Ich bitte darum, dies als ein offizielles Ersuchen zu betrachten, eine Untersuchung zum genannten Fall anzustreben. Vielen Dank.